Versuchen die auf jeden Fall alles daran zu setzen, den einen oder anderen hier noch rauszunehmen. Gulli hier auf jeden Fall die Info weitergeben können. Und was war das denn bitte für einen Kill von Gulli? Endlich, damit kann man mal arbeiten. 2 M4S, 2 M4A, wenig Utility aber da zur Verfügung. Und was war das denn bitte für einen Kill von Spree gegen Private? Das ist ja hier das reinste Wallbang-Fiesta hier. Aber ich glaube, es waren 3, hatten einen Ausgleich, vielleicht sogar 4 tatsächlich geholt. Oh, schöner Klick von Gulli gegen Denslayer. In Garage damit direkt Vorurteilssituation für Digital. Info sind wir bekannt. Und was war das denn bitte für ein zweiter Klick hier von Gulli gegen Spree auf die Range hier? Einfach rübergeflickt, direkt in den Kopf. Komplett exekutiert. Was war das denn bitte? Und da, oh, Denslayer, was für ein Kill hier gegen Max. Hat die Bombe gejobbt, sieht den zweiten, holt sich den zweiten direkt raus. Private hier, letzter Spieler, verbleibend für Digital. 66 HP, eine Flash noch, womit er arbeiten kann. Mit der Main Position geht hier auf jeden Fall raus. Direkt in die AWP rein. Denslayer misst aber den Shot, jumpt hier rum. Was für ein Peak hier von Private. Aber Denslayer trotzdem neu positioniert. Und damit der Triple Kill hier in der Runde für Denslayer. Das ist ja Outside Position. Was für eine Position er sich hier schon wieder gesichert hat. Holt sich den ersten, aber Reminem ist sich dessen bewusst. Holt sich Engels raus und dann der Double Kill auch noch gegen Gulli. Das war starkes Crosshair-Placement dafür die Outside Position. Damit Outside-Kontrolle gegeben für Vicious. Mit dem Offplay Richtung Main hat hier die Info bekommen, dass Slotted er den nächsten Private auch mit rausgenommen. Geht hier weiter mit dem Offplay, sucht sich hier seinen Raum, macht sich Raum für sein Team von Max gegen Sox. Da wird rausgegangen, das killt ja auch auf Sox. Somit kann man auf jeden Fall hier für den Safety Fuß gehen, mitten in der Smoke einfach ein Spieler vorhanden. Und was war das denn bitte für eine Prediction von Max hier? Double Kill gegen Edgio und Reminem.